sagen, steht bereit. Was da drin? Das war ja. Guck mal, die hast. Verdammt, ist der Startstaubautomatik. Startstaubautomatik. Ja, hätten Sie was, was Sie jemals erfinden wollen? Dämlichste Erfindung ever. Jeder Leihwagen immer aus. Aus direkt. Aus. Ich geh mal nicht nach hinten, okay? Ja. Oder Handschuhfach? Nee. Gutes Kompass. So. Ab geht's. Ab geht's. Weißt du, dass man sieht was? Hakengas. Wie findest du deinen Sportwagen? Das ist eine Krachbüchse. Krachbüchse, genau. Also man hat irgendwie so das Gefühl, wenn man so wie wir Jeepfahren gewohnt ist, mit dieser steilen, geraden Scheibe, wenn man so in diesen Autos sitzt, die diese langgezogenen A-Säulen haben, da kriegt man irgendwie immer so ein beklemmendes Gefühl, weil man so die ganze Scheiße eigentlich so direkt vor dem Kopf hat und weil das alles irgendwie... Boah, für eine C-Klasse natürlich ein bisschen komfortabler, aber war nichts anderes da, passt schon. Und ist ein bisschen günstiger. Ja, ist also schweinegünstig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Golf, wir fahren ihn ja in München, das ist ja nur... Für das, was wir jetzt für die Karre bezahlt haben, hättest du wahrscheinlich nicht mal den Reifenabrieb von Ruby. mit den 35 Zoll Geländereifen. Das haben wir schon an Reifenverschleiß, was das Auto uns jetzt für die Tour kostet. Von daher macht das schon Sinn, für solche Sachen sich einen Leihwagen zu nehmen. Ja, es wird langsam hell, was mich wundert. Ne? Ist jetzt schon gleich 7 Uhr. Es wird echt langsam schon spät hell und es wird früh dunkel. Also man merkt, der Herbst und der Winter kommt. Ja? Wir müssen noch ein Stück. Also ja, wir scheuchen die kleine Karre mal weiter über den Bahn. Wir sehen uns. So, fast da. Schöne Gegend hier, ne? Doch, ja, gefällt mir. Ihr könnt gerade nicht so weit gucken, weil hier so viele Bäume sind und weil wir den Berg runterfahren, aber beim Berg hochfahren kann man hier mal ziemlich weit gucken. Ja, da so ist eigentlich... Kennen wir aus Friesen nicht. Ganz schöne Ecke, wollte ich gerade sagen. Kennen wir ja nicht, bei uns ist alles flach. Wir sind das schon schwerste Alpen hier. Und hier vorne muss das gleich irgendwo rechts abgehen in den Wald. Wir haben vorhin nämlich schon mal ein Hinweisschild gesehen. Guck, da fährt ein Freeworker-Auto rum. Das heißt, da ist der Parkplatz. Jo. Da stehen auch schon die uniformierten Bewegungsmelder. Film den nicht, damit er nicht nervös wird, aber okay. Er kann ruhig nervös werden. Wir hätten Ruby mitnehmen sollen, ja. Aber Ruby wäre nicht mit 20 Liter Sprit hierher gekommen. Also wir haben das Ding gerade hier getankt, der Golf. Wir haben eben jetzt knapp 20 Liter gebraucht, eben über 20 Liter für die 300 Kilometer. Ja. Ja. Das finde ich jetzt für so ein kleines Auto schon ganz ordentlich. Also das ist ja irgendwie so knapp über 8 Liter, würde ich sagen, oder um 8 Liter, grob geschätzt. Finde ich für so einen Golf viel zu viel. Also mit 7-Gang-Automatik und so eine Geschichte, wenn ich dann an meinen E39 530er Touring denke mit 3 Liter 6-Zylinder und 5-Gang-Schaltung, als ich noch Soldat war und ich habe den über die Bahn gefahren, so mit 150, 160 Tempomat drinne, da hat der auch bloß 5,5, 6 Liter gebraucht. Ne? Also wo ist da der Fortschritt geblieben? Ne? Kann ich nicht so ganz verstehen. Dann brauchen die Autos heutzutage für diese vielen Gänge und für angeblich so sparsam und so wenig Hubraum und so, brauchen die Dinger einfach mal im Verhältnis viel zu viel Sprit. Also viel zu viel Sprit. Nichtsdestotrotz hat er natürlich viel, viel weniger gebraucht, als Ruby gebraucht hätte. Also mit Ruby hätten wir auf den 300 Kilometern die 90 Liter Tank fast leer gefahren. Also da hätten wir auf jeden Fall jetzt nochmal zutanken müssen.
Ruby ist schon durstig, ne? Aber ist klar, wenn du mit einer Einbauküche auf der Autobahn unterwegs bist, dann, dann hast du nun mal einen CW-Wert wie ein Einfamilienhaus. Und dann kann das Auto alles sein, aber nicht sparsam. Das ist nun mal leider so. Kann man schon Krane sehen. Oh ja. Wenn es nicht so diesig, dann könnte man vielleicht ja, genau. Sehen, aber die haben wir ja genug. Hier stehen bitte ja 5 Euro bereithalten. Super. Dann wollen sie direkt wieder Geld, ne? Man kann nirgendwo mehr hin, ohne dass erstmal Geld wird. Nein, erstmal muss das Taster kosten. Aber hier steht ganz viel rum. Ich mache jetzt mal aus Diskussionsgründen hier. Ja, bitte. Ist drin? Drin. Bin ich schon drin, ja. Das Wetter ist ein bisschen bescheiden, aber sonst. Pizza Rubin, also Essen gibt es hier auch, das ist schon mal gut. Check, check, check. Wo ist denn? Wo ist wer? Schütke ist da? Ja, Schütke, da. Moin! Moin! Was sagt, den kenn ich doch. Agra Mega Box. Als Forstunternehmer muss man so ein Ding haben. Nicht? Ja. Hier, das ist Spalter für Opa. Ich dachte eher an sowas. Nee, muss ja reinheben. Was soll dieser blöde Gitteraufsatz da oben drauf? Wenn wir ja gerne einen Stehenspalter haben. Ja, noch schneller. So nur ein Messegelände. Komm, Gas. Du bist direkt erfahren. Ganz schön die Dinger. Guck mal, Fuß hier. Breiteverstellbar muss man unbedingt haben, finde ich. Aber ob der unbedingt. Also mit Schräge und so, ja wohl. Bei uns in Ostfriesland nicht. Da tut es wahrscheinlich der Kleine. Komischen Boden haben die, ne? Ja. Hat was von Klei so ein bisschen. Genau. Auch kein schönes Futter für den, wenn du ehrlich bist. Ja, wie immer, ne? Was ist das, was Ernst auch sagte? Dann holen sie immer nackte Stämme, was überhaupt ja, kein Material ja. für Häcksler ist. Der linke Abo muss es sein. Für die Zahnstocher bereit machen. Was brauchen wir? Ein Gator oder ein Quad? Ein Gator. Morgen! Moin! Hallo! Hi! Hi! Hallo! Alles gut? Aha! Hi! Tina! Alles gut? Ja! Guten Morgen! Hallo! Hallo! Unanständig! Morgen! Vielen Dank! Gerne! Vielen Dank. Gerne doch. Ich danke fürs Kommen. Ja, das ist so früh heute. Hat das auf. Doch. Holländer machen ja mal dreimal. Wieso ist die Tülle nach hinten? Ist das neu? Die ist das nicht? Nein, das haben die. Nein, die ist nach hinten. Ja, das ist anders. Keine Ahnung. Boah. Oh, sag gucken, Arne. Motor, ne? Sieht ganz anders aus, der Motor, das ja. Das ist der Kubota-Motor. Motor. Das Getriebe aber. Zehn Uhr ist hier, ne? Ja, okay. Morgen. Wo musst du drüber quatschen? Oh, geht's ja tatsächlich noch weiter. Das ist ja cool. Guck hier, Robocop. Hier wird der Akku ausgehen.
Wir haben Powerbanks mit. Das ist kein Problem. Ja, ihr müsst ja hier auch noch einen Standfächer haben. Verkauf, also dadurch, dass die Forced Empire ja ab 2020 nicht mehr koordinierend eingreifen können ins Markt. Und wir wollen natürlich gut Bedarf dann mit unserer Plattform, die ist natürlich, dass wir halt eine Plattform bauen, die sehr, sehr nutzerfreundlich ist, also auch halt wenig internetaffine Nutzer damit klarkommen. Mhm. Ja, und letzten Endes wollen wir halt der Marktplatz für den Rohholzhandel ab 2020 werden. Ich bin im Forst ja nicht so versiert. Ja. Das heißt, es gibt jetzt quasi, wenn du sagst 2020 ist Stichtag, es gibt jetzt einen Beschluss, sag ich mal, dass dann nicht genau mehr frei gehandelt werden darf, sondern... Genau, momentan ist es so, dass die Forstämter halt wirklich koordinierend Angebot und Nachfrage steuern. Das heißt, wer Holz anzubieten hat, kann dem Forstamt sagen, ich habe 100 Festmeter Eiche irgendeiner Qualität. Und ja, das Forstamt kann dann eben entsprechend diese Holzmenge vermarkten, also anbieten. Mhm. Und das ist aber jetzt gesetzlich untersagt worden. Und damit dürfen die Forstämter halt eben nicht mehr diese Rolle ausüben, dass halt Angebot und Nachfrage. Dadurch und halt eben ihr steht quasi dafür schon parat und könnt dann ein Programm anbieten, wo dann jeder quasi, ich sag mal so, eBay für Holz. Ja, im Prinzip, genau. Ja, cool. Exakt. Auch irgendwie also du sagst benutzerfreundlich, wie stellt sich das dar? Ist das irgendwie per App? Das Ganze sieht halt so aus, dass man ein sehr übersichtliches Dashboard letzten Endes hat. Letzten Endes kann man halt Angebote und Gesuche durchsuchen. Das heißt, wer halt eine Holzposition zu vermarkten hat, kann ein neues Angebot einstellen und über eine Übersichtsseite, ähnlich wie bei eBay, Amazon, sämtlichen Marktplätzen, die man kennt, gibt es dann halt eben die Möglichkeit, sich die Angebote anzuschauen und entsprechend natürlich da auch drauf zu bieten, beziehungsweise die direkt halt einzukaufen, wenn man sagt, der Preis passt. Ja. Ich möchte die Position ohne weiteres kaufen. Das, genau, das ist mein Trecker. Hey, der weiße, der passt zu meinem Helm. In der hinten bin ich, da. Ja, weil der zum Helm passt. Und was machst du, wenn du schwarzen Helm kriegst? Dann nehme ich den, dann haben wir zwei. Ist doch logisch. Das brauche ich noch, wenn ich hier... Wenn wir wieder Filme machen, wie für Ernst, dann baue ich das Ding. Kann ich meine Drohne laden. Morgen. Morgen. Ja. So. Noch einer. Also das brauchen wir und den brauchen wir auch. Licht ist immer gut. Licht ist gut und der Stromerreger. Der ist immer noch mit 660er. Ich glaube, wir brauchen gar keinen Stromanschluss beim Neubau. Wir nehmen nur das. Der ist auch noch schön leise. Also muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wollen wir jetzt reinlaufen oder nicht? Ich war für Kunde nach dem Spalter geguckt. Wir kennen uns vorher, glaube ich. Wir haben uns schon mal gesehen. Kann das sein? Oder du kennst uns von YouTube vielleicht. Genau. Jetzt habe ich es gesehen. Genau. Ja. Jetzt einmal mit zweimal mit dem Justikran. Ja. Moin. Moin. Und einmal mit dem Kellefallkran. Okay. Der Kellefallkran ist natürlich von der Nutzung ein bisschen geringer. Dafür habe ich natürlich einen massiven 4,20 Meter Kran aufgebaut. Das ist doch das Ding, wie wir auf unserem Hacker haben, glaube ich, oder? Genau, das ist die auf unserem Hacker. Ja. Der ist aber nicht von uns. Nee, der ist nicht von euch. Der Hacker ist von Ufkis. Da gibt es ein 6er Messer, Licht dahinter. Der Tisch wird optional. Wobei den würde ich sagen, scheiß auf 80 Euro kaufen. Ja, da kannst du genau vorlagern. Und ja, vor allen Dingen, wenn du Holz, wenn du jetzt einen dicken Puzzle hast und du schiebst ihn zurück. Ich wollte gerade sagen, kannst du nicht beim Kunden wir vermarkten das Holz auch nicht mehr. Das, also nicht mehr heißt gut, also gar nicht. Und deswegen. Das ist auch eine Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, ihr habt ja nicht so viel Fichte und Tanne da oben. Nee. Hier ist ja Überschwemmung Käfer gerade, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Käfer, die jagen ja alles eigentlich nur noch durch den Hacker, ne? Ja. Das sind den Hintergrund. Oder was? Den Hintergrund meinst du? Ja, das ist schön. Oder die Bühne, damit du von da, der kann Arne von da aus seine Videos machen. Von der Bühne.
kriegt ja fast alles. Kann nachher nur 30 Fotos anfügen. Das ist echt immer. Das ist ja das, was ich. Darum muss man jetzt so sehen, dass man so über die Fotos kriegt. Leider zu klein. Ja gut, ihr habt doch den Rollführer. Habt ihr Wald oben? Also sprich vom Klopf hoch, weil jeder das dann denkt. Hallo! Danke! Ich kenne das von YouTube wahrscheinlich. Von Facebook. Wow. Oder so. Von Facebook. Ja, okay. Hallo. Moin. Hallo. Moin. Moin. Unterwegs. Den Kletterer, den Monkey Beaver. Oder ob ihr den traditionellen von uns wollt. Den traditionellen, ich wollte gerade sagen. Ja. Ich stimme den anderen. Ich würde auch den Monkey Beaver nehmen. Alles klar, ist ja kein Problem. Darum her. Noch habt ihr Auswahl. Das kann was. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Super. Cool. Haben wir früher in der Klasse, im ersten Lehrjahr haben wir immer eure Filme geguckt. Ja, wir haben die neuen Videos geguckt. Ja, in der Pause, dann haben wir die nochmal angemacht. Und dann haben wir mal geguckt, was da ist. Hier ist jetzt ein spezieller Turbozylinder drin. Also das, das für die, nein, für die Geschwindigkeit. Das sind zwei Zylinder in einem. Zuerst schiebt der kleinere vor für die Geschwindigkeit eben, dann dass die es Kraft schneller kommt geht. Der große nach. Und wenn dann die Greifarme am Stamm anstehen, dann kommt der große und drückt hat dann das weiter. Genau. Großmesser und dann kein richtiges Auto da. Und bin ich nicht da? Meinem Auto? Also ich wusste tatsächlich, dass GP ist. Ja, echt? Ja, ja, das habe ich vorher in der Links geguckt. Aber ich hätte auch gedacht, dass die ein richtiges Auto nennt. Ne? So. Sie haben doch einen richtigen mitgebracht. Wenn Sie mal einen richtigen umgebauten sehen wollen, dann sollen Sie mal ja, unser nehmen. Das war schwarze Rubicon, aber nur Softtop drauf und ein bisschen Felgen. Die sehen immer aus wie so ein Kubikmeter. Ja, als wenn das einer irgendwie quasi vor. Genau. Tina hat gerade gesagt, ob sie einen Metzimuck kriegt, damit er so schön im Vorgarten stehen kann. So mit einem Beinchen hoch, so ja. Niedlich. Man darf nicht dreckig werden. Long Reach. Aber hier hat es ja ein bisschen weiter, wa? Ja, aber... Hallo, Claudia. Clemens, hallo. Wie lange hast du gebraucht da mit dem Kran? Das hat so gut funktioniert. Das hast du in der Woche raus. Ist der Grobmotoriker des Todes. Ich wollte sagen, also ich bin eigentlich... Aber es ging schnell dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lieber den traditionellen von uns oder lieber den Monkey Beaver? Ich glaube den. Danke. Und du? Ich nehme auch den schwarzen. Ja. Das sind nämlich jetzt die ersten von unseren eigenen.
eher so ein bisschen auf Vorlieben. Und, guck mal, deine Kamera ist auch ganz interessant. Gut. So, ihr Lieben, ich kann nur den Arne und Tina Mertens Shuttle Service sehr empfehlen. Der bringt euch nämlich von dem Messegelände zurück. Messegelände zurück zum Bahnhof. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf Dienstag, wir sehen uns. Ja. Brauchen wir Dienstag bei Marcel Kronensicherung mit ein? Na, nicht bei mir direkt, aber um die Ecke. Bei Marcel, ja. Ne? Alles klar. Bei meiner Krone hilft keine Sicherung. Ich bring Bananen mit für den Gusten. Ja, mach das. Haut rein. Ciao, ciao. Danke. So, dann brezeln wir jetzt mal nach Hause mit dem Bomber hier. Alter. Don Golfus. Don Golfus ist die Karre unbequem, ey. So, Strecke raussuchen. So, wir haben heute die Hardware geschrottet. Es war nämlich so am Regnen und so nass, dass unsere Vlog-Kamera, unsere Systemkamera, leider den Display irgendwie im Arsch hat. Der hat wohl Wasser gezogen. Wegen Trockenlegen erstmal nachher. Naja, mal Trockenlegen, genau. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber gut. C'est la vie. Wir sind, wie ihr seht, auf dem Weg zurück. Die Sonne geht langsam unter. Es war also wieder, wie immer, ein langer Tag. Bei Mertens gibt es nur Eskalation. Normal geht nicht. War, wie gesagt, ein ganz schöner Tag. Ich möchte mich auch ganz, ganz lieb bei euch bedanken. Wir haben viele, viele von euch getroffen. Das war sehr, sehr toll. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es waren interessante Gespräche. Die weiteste Anreise war tatsächlich aus Österreich mit 800 Kilometern. 800 Kilometer, nur um uns zu sehen. Das ist schon, ich würde das mal leicht verrückt nennen. Aber geil. Leicht verrückt, aber geil. Ansonsten haben wir sogar alte Freunde wieder getroffen, die wir bestimmt 2 Jahre nicht mehr gesehen haben oder so. Wo wir uns schon gewundert haben, so Mensch, nicht, dass da aus dem Baum gefallen ist oder so. Und wir haben nur nichts gehört. Aber tatsächlich haben wir auch solche Leute wieder getroffen. Und war, wie gesagt, ein ganz toller Tag. Ich weiß, dass bestimmt viele von euch zu kurz gekommen sind. Von den Gesprächen her. Es, ach, hier ist der Blitzer, ja. Es haben uns vielleicht einige auch nicht unbedingt gefunden. Das kann natürlich auch sein, das will ich nicht abstreiten, das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass euch die Messe trotzdem gefallen hat. Selbst wenn ihr wegen uns gekommen seid und uns vielleicht nicht gefunden habt. Und ich hoffe einfach, dass wir uns in Zukunft vielleicht mal öfters sehen. Wie gesagt, wenn alles klappt, wird es nächstes Jahr bei uns dann auch auf dem Firmengelände ein großes Meet and Greet geben. Wir wollen ja noch ein Question and Answer Video machen. Da müssen wir demnächst mal einen Vlog posten, dass ihr uns Fragen stellen könnt. Und ja, oder ich mache das bei Instagram, habe ich schon fast das überlegt. Das ist eine gute Idee. Das weil kann, dann ist das ein bisschen sortierter. Also ja. Wenn ihr da mitmachen wollt, ich werde irgendwann mal ein Bild posten im Feed und da werden dann mal werden wir euch bitten, Fragen zu stellen, dass man das mal machen kann. Ja. Egal was für Fragen, also was euch einfällt, wozu wir bereit sind, es zu beantworten. Genau, also ihr könnt pauschal erstmal alles fragen, ja. Ob wir dann auch alles beantworten, sei mal so ein bisschen. Das halten wir uns mal frei dann. Wie gesagt, das wäre eigentlich ganz cool. Tina ist eben auf Instagram auch immer unterwegs. Das ist tatsächlich Tinas reines Baby, da habe ich nichts mit zu tun. Also ihr könnt Tina eben gerne auf Instagram folgen. Da postet sie dann eben Bilder von der Arbeit, von Messen, von ihrem Alltag. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Facebook abonnieren, auf unserer Firmenseite auf Facebook, weil da seht ihr eigentlich auch so fast tagesaktuell, also mindestens 2-3 Mal die Woche, aber oft eben auch tagesaktuell, was wir gerade tun, wo wir gerade bei sind, welche Maßnahme gerade durchgeführt wird, weil viele haben zum Beispiel ja jetzt unter meinem aktuellen Video gepostet, sie würden gerne mehr so Pflegegeschichten sehen. Es ist auf unserer Facebook-Seite so, dass wir tatsächlich dann eben auch mehr Fotos und so von diesen Pflegemaßnahmen dann auch regelmäßig posten. Ja, wir werden, denke ich, auch in den Vlogs, wir machen das ja so, dass wir auch die Kamera jetzt täglich immer mal mitnehmen, wenn was Interessantes ist. Dann kann man auch sowas ja mal ausschnittsweise zeigen. Ja. Also lässt sich alles einbauen. Genau, wir waren also überrascht von eurem Feedback, dass ihr gesagt habt, hey,
ihr heißt ja auch Baumpflege Mertens und uns ist schon klar, dass ihr nicht nur Fällungen macht, weil es ist tatsächlich so, dass wir gerade im Sommer eigentlich 95% nur Pflege machen, dass es deswegen eigentlich schon fast manchmal schwer ist, im Sommer überhaupt ein Fellvideo zustande zu bringen, weil wir eben hauptsächlich mit Pflege dann unterwegs sind und eigentlich eben unsere Fellsaison wie bei jedem anderen normalerweise auch eher im Winter liegt. Ja, von daher wird es da dann in Zukunft gerne auch mehr geben, sind wir gerne bereit zu und wir freuen uns da immer wieder auf Resonanz, weil nur wenn ihr uns schreibt, was wir ändern sollen, können, möchten, können wir auch was ändern. Ansonsten denken wir, alles ist gut und machen einfach in unserem Trott so weiter. Also, denn, ja, bis die Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Dem Straßenverlauf von A31 noch 95 Kilometer folgen. 95 Kilometer bis nach Hause. Die 31. Die 31 ist immer frei und das heißt feuerfrei für Heimatdrehzahl. Mal gucken, was der klapprige Golf hier so hergibt. Na, laut kann er schon mal, aber so wenig Beschleunigung ist anders. Okay, bis hierhin kann Ruby mithalten. Ja, das Fahrwerk ist Grütze. Jetzt kommt Ruby an ihre Grenzen, weil bei 200 ist unser Jeep nämlich abgeregelt. Ja, aber irgendwie kommt auch nichts mehr bei der Gurke, ne? Also dem fehlt dann oben raus echt... 220 mit Schwung, würde ich sagen. Ja, aber dem fehlt echt oben raus einfach der Hubraum, ne? Also das ist... naja, aber immerhin. Zum Schippen reicht's. Zum Schippen reicht's, genau. Geil, oder? Geiler Sonnenuntergang. Geiler Sonnenuntergang. Das ist der Hammer. Das finde ich immer cool, das ist auch bei der Arbeit, ne? Wenn man einen anstrengenden Tag hatte im Winter und es wird früh dunkel und man fährt von der Baustelle nach Hause und man hat so ein Bild oder auch morgens, wenn man zur Baustelle hinfährt. Das sind so die Momente, wo ich es geil finde, dass ich kein Büromensch bin und dass ich draußen die Natur erleben darf. Bei solchen herrlichen Sonnenuntergängen oder Sonnenaufgängen, das ist, ja, das ist geil. Das macht Spaß, das ist schön. So Leute, kommt gut zu liegen. Nee, Quatsch, wir kommen gleich gut zu liegen. Erstmal ballern ja, wir nach Hause. Es ist ja Sonntagmorgen, das heißt, ihr steht gerade alle auf und habt einen schönen Sonntag und macht euch einen schönen Tag mit der Familie oder so oder wo auch immer ihr Bock habt und ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen.